Was geht ab, Freunde? Willkommen zur nächsten Folge der Most Wanted Liste 2019. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie immer, dickes Dankeschön für euer Feedback, für eure Unterstützung, für euren aktiven Support. Danke für die ganzen Bewertungen, Likes, Kommentare und Views und dass ihr einfach am Start seid und euch auch beteiligt, wie immer. Dickes Dankeschön. Und Freunde, ich möchte nochmal hervorheben, Twitter, Instagram und Twitch. Bei Instagram bin ich kurz von den 15.000. Wenn wir das noch dieses Jahr schaffen würden, das wäre mega nice. Alle Links in der Videobeschreibung. Und wer ein Bild mal von mir sehen wollte, der sollte sowieso da mal einen Blick reinwerfen. So, Freunde, ich habe beim letzten Mal die Tipps gegeben und einige waren wieder sehr deutlich anscheinend, weil viele wieder richtig lagen, überwiegend. Bei den meisten Titeln zumindest. Und wir fangen mal bei Platz 16 an. Der Titel wurde jetzt vor kurzem auf den Game Awards angekündigt. Und das ist bei mir The Outer Worlds. Das Ganze kommt von Obsidian und Obsidian sind die Macher zum Beispiel von Knights of the Old Republic 2 oder auch Fallout New Vegas und wurden vor kurzem jetzt sogar von Microsoft aufgekauft, aber dieses Spiel wird noch unberührt sein von diesem Deal, denn es soll ja schon nächstes Jahr rauskommen, plus für alle Konsolen und wenn sie jetzt für Microsoft arbeiten, werden die Spiele, die zukünftigen, nicht mehr für alle Konsolen kommen. Was ist das für ein Spiel? Das kann man noch nicht so absehen, so 100%. Es wird aber auf jeden Fall ein Rollenspiel. Inwieweit das gameplaymäßig ist, das habe ich zumindest ich persönlich noch nicht mitbekommen. Auf jeden Fall soll es, denke ich, zumindest so scheint es, auch vom Trailer her, von dem, was man gesehen hat, sehr, sehr Fallout-mäßig zu sein. Und ich hoffe doch, dass es so wird. Ich hoffe doch, dass es das bessere Fallout wird. Das erhoffe ich mir nämlich. Das bessere Fallout, einfach nur Singleplayer. In cool. Klar, die Optik sieht auch hier nicht so krass aus, was man bisher gesehen hat, aber man weiß ja auch nicht, wie viel Geld steckt dahinter, wie viele Leute sind das und so weiter, aber das stört ja auch nicht. Das ist eine angemessene Optik, so es geht noch, definitiv, was man bisher gesehen hat und wie gesagt, ich habe einfach Bock auf dieses Fallout-Gameplay wieder, ja. Denn ja, das letzte richtige Fallout ist ja schon wieder länger her und ich habe es ja schon gesagt, durch Fallout 76 ist der Zyklus des nächsten Fallouts nochmal verlängert worden, ja, wenn überhaupt nochmal ein Fallout 5 kommt, so ein richtiges, und wenn die nicht sowieso alle Publisher irgendwann nur noch auf online-basierte Games setzen, kann ja passieren, diese Games as a Service, ja, das ist ja so das große Ding seit ein paar Jahren, was einfach heißt, dass sie ein Spiel raushauen und es dann mehrere Jahre mit DLCs und Erweiterungen befüttern. So eine Art Destiny oder sowas. Das versuchen sie ja immer mehr bei anderen Spielen auch. Ich will einfach nur ein klassisches Fallout-artiges Rollenspiel haben. Und Obsidian ist ein gutes Studio. Ja, die machen gute Spiele. Die haben, glaube ich, auch... wie heißt es? Haben die nicht sogar Pillars of Eternity oder Eternity Nia? Irgendwie sowas gemacht. Soll ja auch krass gewesen sein. Ist jetzt nicht so meine Art von Rollenspiel, aber das soll ja auch krasse Bewertungen bekommen haben damals, wenn ich jetzt mich nicht täusche komplett. Ja, deswegen, ich habe Bock auf so eine Art Spiel und Fallout 76 hat das ja auf jeden Fall nicht hergegeben und dementsprechend bin ich schon auf jeden Fall gehypt auf so ein Game. Ja, so. Platz 15 ist bei mir Crackdown 3, wo wir gerade von Microsoft sprechen. Das wird dann doch mal wieder endlich ein Exklusivtitel für die Xbox One und den PC. Man kann ja bei Microsoft, weiß man ja, alle Spiele kommen auch auf dem PC gleichzeitig raus. Und Crackdown 3 soll ja schon im ersten Quartal kommen. Ich glaube, das war Februar. Es ist ja auch scheißegal. Könnt ihr ja selber nochmal nachgucken. Und das wurde schon länger angekündigt und auch immer wieder mal verschoben, ja. Und es sollte ja irgendwie so ein großer Titel werden für die Xbox One X und so weiter und so fort. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich mega auf diesen Titel. Gerade wenn man den im Koop spielt, ja. Weil das war bei den ersten beiden Teilen immer mega geil. Ich kann mich noch erinnern, wie ich den ersten Teil damals mit einem Kumpel gezockt habe, die ganze Nacht durchgezockt. Denn in diesem Spiel, zumindest bisher war es so, dass du einen Cop spielst, einen Polizisten. Und dass du durch deine Tätigkeiten besser wirst. Das heißt, wenn du die Leute im Nahkampf wegboxst, wirst du stärker. Dass du die Leute dann irgendwann nicht mehr einen Meter wegboxst, sondern 20 Meter wegboxst. Oder wenn du viel fährst, dass du einfach präziser und geiler fahren kannst. Und das Geilste war immer bei den Crackdown-Spielen, es gab diese Orbs, ja, die du auch durchs Kämpfen und Schießen bekommen hast. Ja, wenn du viel geschossen hast, hast du einfach mehr Präzision und so weiter, machst mehr Schaden.
Und das Geilste war immer bei Crackdown diese grünen Orbs, die in der kompletten riesigen Open World versteckt waren und verteilt waren. Und wenn du diese grünen Orbs eingesammelt hast, konntest du irgendwann schneller rennen und höher springen. Und das war so geil einfach nur. Das hat so einen motiviert, die ganze Stadt abzusuchen. Jedes Mal hast du dich gefreut, ja, wenn du dann im Korb unterwegs warst. Ey, komm mal hier rüber, hier ist noch ein grüner Orb, sammel den mal ein. Und dann konntest du über die ganzen Häuserdächer springen, so wie, keine Ahnung, Alter, Spider-Man, konntest du dann durch die Gegend springen, 20, 30 Meter in die Höhe und so. Und dann haben sie im zweiten Teil noch diesen Wingsuit eingebaut, das könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen wie bei Just Cause, nur hatte es Krypton vorher, mega cool, ja. Leider waren die Spiele indiziert, sind sie es vielleicht noch, ich weiß nicht, wenn Gears of War nicht mehr indiziert ist, vielleicht die auch nicht mehr, ist auch scheißegal. Und der dritte Teil wurde ja jetzt, wie gesagt, schon länger angekündigt, immer wieder verschoben, sollte ein Xbox One X Titel werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mega Bock auf den Titel, aber unbedingt das grafische Aushängeschild ist es jetzt nicht unbedingt, möchte man mal sagen. Wenn Sony so ein Last of Us 2 hat, so als grafisches Aushängeschild, dann ist Crackdown 3 nicht unbedingt die beste Adresse. Da ist dann eher ja, Halo oder Gears schon eher besser angesagt. Aber ich habe Bock drauf und Terry Crews ist dabei. Und der Typ ist einfach so geil, sympathisch, Alter. Terry Crews ist einfach so nice. Ich feier den Typen. Ich feier den Typen. Na gut, ein bisschen viel gelabert über den Titel, aber ich freue mich echt drauf, weil es einfach so ein purer Spaßtitel ist. Vor allem dann im Koop. Das macht Bock, Alter. Das macht Bock. So, Freunde, jetzt kommen wir zu den Zombie-Games. Und zwar Platz 14 ist bei mir Resident Evil 2, das Remake. Das kommt ja schon in einem knappen Monat, glaube ich. Und Resident Evil 2, muss ich zugeben, habe ich nie gespielt. Weil ich habe zwar mit dem Super Nintendo damals angefangen oder so weiter, aber zur Zeit, wo dann Resident Evil 1 und 2 und so weiter rauskommt für die PlayStation 1, war ich dann doch noch zu jung für solche Spiele. Und nachgeholt habe ich das nicht. Aber, ja, aber ich freue mich zum einen, dass man wieder diese Third Person sicher hat. Das habe ich ja schon mal erklärt, dass ich das einfach cooler finde. Ja, dass man die Figur sieht, obwohl es bei Resident Evil 7 auch mega gut funktioniert hat mit der Ego-Perspektive. Mega cooles Spiel auch übrigens. Aber das Resident Evil 2 Remake, Alter, sieht das geil aus, oder was? Die Optik sieht mega geil aus und ich habe einfach Bock auf so ein richtiges High-Class-Horrorspiel mal wieder. Ist natürlich nichts mehr für YouTube, ne? Da wird ja sowieso wieder abgestraft, die ganze Scheiße, weil zu brutal, darf man nicht mehr. Mal gucken, was wir da machen. Aber ich habe Bock auf den Titel, der sieht mega cool aus und vor allen Dingen ist für mich eine coole Möglichkeit, das mal nachzuholen ein bisschen. Auch die Story und so weiter. Denn, ja, wie gesagt, das war noch nicht so meine Zeit für komplexere Spiele. Ich weiß gar nicht, wann es kam. Wann kam es raus? 98 oder sowas? Da war ich noch ein kleiner Scheißer. Und habe da eher Jump'n'Runs gespielt und Rennspiele und so. Das war eher so damals mein Ding zu der Zeit. Obwohl mein allererstes Spiel für die PlayStation 1 Tomb Raider war. Naja, gut. Oh. Gut, Freunde, das ist mein Platz 14. Platz 13 ist bei mir Days Gone, Freunde. Days Gone, das sollte ursprünglich auch letztes Jahr rauskommen. Und das ist für mich, das habe ich auch schon öfters mal erwähnt, einer der letzten großen Sony-Titel für die PlayStation 4. Denn darüber hinaus ist wenig angekündigt. Ja? Muss mal kurz gucken. Ja, doch, in meiner Liste. Egal. Darüber hinaus ist wenig angekündigt. Dementsprechend habe ich ja auch schon öfters erwähnt, gehe ich stark davon aus, dass 2020 die nächste PlayStation kommt. Was ja nicht heißt, dass sie dann nicht mehr bemustert wird, die PlayStation 4 und so weiter. Aber darüber hinaus, über so 2-3 Titel nächstes Jahr von Sony, darüber hinaus ist gar nichts angekündigt, so wirklich. Und einer davon ist halt Days Gone, der kommt ja auch schon im ersten Quartal. Wenn nichts verschoben wird im ersten Quartal, ja, Februar, März, Ende Januar. Alter, da kann, was da alleine rauskommt, Freunde, was da alleine rauskommt, ist schon so krass, wenn nicht wieder alles verschoben wird, was sowieso passieren wird. Weil die Leute dumm sind, sie kündigen erstmal an, yo, das bringe ich raus, oh, was, da kommt noch ein anderes Spiel, okay, alles klar, ich mach's 4 Monate später raus. Was, da kommen auch wieder Spiele, ich mach's nochmal später. Ihr kennt das Ganze, ihr kennt es ja selber. Aber Days Gone, Freunde, Days Gone ist so ein bisschen, meiner Meinung nach führt es so ein bisschen wieder diese Sony-Formel fort, dass du einen Charakter hast, den du von der Außenperspektive siehst,
den du durch die Welt steuerst und so weiter und halt in einem Story-driven Spiel hast. Ja, das heißt, eine coole Story erzählt wird. Das ist so ein bisschen für mich die Sony-Formel. Die haben das irgendwie. Da in dem Punkt ähneln sich viele Spiele schon von denen, muss man auch so sagen. Ja, God of War, Last of Us und Days Gone, wenn die so nur vom Außen siehst, wo sie durch die Welt laufen, das ähnelt denen schon so ein bisschen. Wenn Days Gone mit den anderen Spielen mithalten kann, Freunde, nur mithalten. Ich glaube nicht, dass ein Days Gone besser wird als ein Last of Us oder ein God of War, das glaube ich jetzt nicht. Aber dieses Biker-Setting, diese erste Gameplay-Demo, die man da gesehen hat, damals, wo diese Massen an Zombies kommen und du da einfach nur weggerannt bist und die vorderste Reihe abgeknallt hast, die anderen sind dann drüber gestolpert und so weiter. Das sah schon sehr, sehr cool aus und seitdem gab es ja etliches Gameplay. Auch allgemein so ein Zombie-Setting, habe ich Bock drauf. Klar, Zombies, sagt man seit Jahren, sind krass ausgelutschtes Setting und so weiter, aber auf High-Class-Niveau Zombie-Games gibt es meiner Meinung nach wenige Titel. Ja, wenige Titel die letzten Jahre, die richtig gut waren. Um es nochmal zu sagen, Walking Dead ist es sicherlich nicht. Ja? Und Days Gone, auch wie gesagt, dieses Biker-Ding, dass du dann noch mit deinem Motorrad durch die Gegend fährst, diese mutierten Tiere, die man gesehen hat, diesen Grizzly Bear oder so, das war auch schon ganz cool. Und wenn man halt so eine coole Walking Dead, Sons of Anarchy-artige Story hat, in einer kleineren Open World, ich glaube nicht, dass das eine riesige Welt wird, so wie ich das zumindest verstanden habe, könnte das schon mega cool werden, Alter. Ich habe auf jeden Fall Bock auf das Game und Sony hat die letzten Jahre immer abgeliefert, also die werden da auf jeden Fall sicherlich ein Auge drauf werfen, dass es gute Qualität hat und dementsprechend muss der Titel auf jeden Fall dabei sein. Ja, ich habe Bock, ich habe richtig Bock. So, beim nächsten Mal, Freunde, boah, wenn ich auf die Liste gucke, Alter, alleine in dieser Folge, meiner Meinung nach, könnten das richtig geile Spiele werden. Crackdown 1 und 2 habe ich geliebt, ja. Resident Evil 2 sieht mega geil aus. Days Gone wird vielleicht auch Sony-typisch richtig gutes Spiel. Outer Worlds, wenn die da wieder das reinbringen, was sie damals schon gezeigt haben. Fallout New Vegas und so, die wissen, wie man Rollenspiele macht. Das kann mega geil werden. Also, dementsprechend, Freunde, und die Tipps für die nächste Folge. Frauen Shooter Power, Bushido, ich sammle mir alles und nochmal, ich sammle mir alles. Mal gucken, ob ihr drauf kommt, Freunde. Ich bin geheilt auf die Titel. Diesmal möchte ich nicht so krass Tipps geben, weil die Blockbuster-Titel, die werden ja immer weniger. Dementsprechend kann man sich ja denken, oh, auf so eine Spiel steht da und so weiter, so einen Überblick hat er. Also hier, ja, Frauen-Shooter-Power, Bushido, ich sammle mir alles und verdammt nochmal, ich sammle mir wirklich alles. Ja, das sind zwei Titel. So, jetzt bin ich gespannt, ob ihr drauf kommt. Wir hören uns beim nächsten Mal, Freunde. Lasst eine Bewertung da, würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.